Hier in der Küche der Paracelsus Elena Klinik kann Tim Bauer endlich so kochen, wie er es selbst am liebsten mag. Mit viel Gemüse, gesunden Ölen, Kräutern, nur frischen Zutaten, kurz mediterran. Mahlzeit! Mahlzeit! Freut mich, wenn er das Essen bringt. Ja, heute gibt's auch was ganz Leckeres. Ich weiß. Die Klinik ist auf die Behandlung von Menschen mit Parkinson spezialisiert. Auf dem Speiseplan steht Mittelmeerkost. Urlaubsgefühle per Mittagessen. Und das schmeckt nicht nur gut, sondern ist auch medizinisch sinnvoll. Davon ist Chefärztin Britt Mollenhauer überzeugt. Oft wird sie von ihren Patienten gefragt, was kann ich selbst tun, um die Krankheit zu bremsen? Dann sagt sie, gesund essen. Da gibt es eben Studien, die zeigen, dass die Ernährung das tatsächlich verbessern kann. Also dass man mit einer guten Ernährung tatsächlich den Parkinson vielleicht auch ein bisschen weniger schnell gestalten kann und dass man seine Lebensqualität verbessern kann. Eine gesunde Ernährung, das stand für Dietrich Borchert lange Zeit nicht im Vordergrund. Bis er krank wurde und sein Leben neu überdenken musste. Schon mit 55 Jahren bekam er die Diagnose Morbus Parkinson. Eine Nervenkrankheit, die fortschreitet und bis heute unheilbar ist. Besonders der rechte Arm macht ihm zu schaffen. Ich kann zum Beispiel nicht mehr schreiben mit rechts. Man entwickelt so eine Mikroschrift, die praktisch nicht mehr leserlich ist. Und insgesamt ist es natürlich eine Belastung, auch psychisch. Es gibt natürlich Tage, wo es sehr gut geht. Es gibt auch Tage, wo man was in die Ecke schmeißen möchte. 5 Jahre ist es her, dass er von seiner Krankheit erfuhr. Damals hat er noch im Chor gesungen, sogar als Solist. Heute geht das nicht mehr. Parkinson greift auch seine Stimme an. Ich merke auch im Alltag, dass die Stimme etwas brüchiger wird und wenn ich mich nicht konzentriere, deutlich zu reden, dass die Stimme leiser wird und schlechter verständlich wird. Also Partner müssen öfter nachfragen. Von der Neurologin Britt Mollenhauer erfährt er, dass in seinem Gehirn Nervenzellen absterben. Gegen die Parkinson-Symptome gibt es Medikamente. Aber auch die Ernährung kann helfen. Denn neue Erkenntnisse zeigen, die Krankheit spielt sich nicht nur im Gehirn ab, sondern auch im Darm. Zumindest ein Teil der Patienten, da weiß man, dass der Parkinson im Darm beginnt. Bestimmt nicht alle. Es sieht doch so aus, dass die Erkrankung erst durch bestimmte Reaktionen des Körpers ins Gehirn übertritt. So stellt man sich das im Moment vor. Zu diesen frühen Symptomen der Nervenkrankheit forschen auch die Kieler Neurologinnen Daniela Berg und Eva Schäffer. Sie bestätigen, lange bevor sich äußere Zeichen der Krankheit zeigen, meldet sich der Darm. Zumindest bei einigen Menschen. Es ist so, dass die Verstopfung eines der frühesten Frühzeichen ist. Also so 10 bis 20 Jahre vor der Erkrankung haben Patienten häufig schon eine Verstopfung und entwickeln dann irgendwann eine Parkinson-Erkrankung. Das heißt natürlich nicht, dass jeder mit Verstopfung Parkinson bekommt. Ganz, ganz wichtig, das ist ganz unspezifisch. Aber es scheint ein ganz frühes Zeichen bei manchen Patienten zu sein. Der Darm und das Essen, das in ihm landet, beides hat Auswirkungen auf das Gehirn. Denn Darm und Gehirn sind verbunden, tauschen sich aus über Nervenbahnen und Botenstoffe. Einige davon werden direkt im Darm gebildet. Und zwar von den winzigen Organismen, die den Darm bewohnen. Viele verschiedene Bakterienarten, das Mikrobiom. Hallo Marita. Hallo. Ich habe wieder die nächsten Stuhlproben für die Mikrobiomstudie. Welche Bakterien hausen im Darm von Menschen mit Parkinson und was für Stoffe bilden sie? Dieser Frage gehen die Forscherinnen an der Paracelsus Elena Klinik nach. Sie analysieren dazu Stuhlproben. Und es zeigt sich, bei Morbus Parkinson machen sich oft schädliche Bakterien im Darm breit. Man weiß, dass ein Überwiegen von Bakterien vorhanden ist bei Parkinson-Patienten, die zum Beispiel die Schleimbarriere andauern im Darm. Das heißt, dieser durchlässige Darm, der wird befördert durch schlechte Bakterien. Diese schlechten Bakterien fressen gewissermaßen kleine Löcher in die Darmwand. Durch die können entzündungsfördernde Stoffe ins Blut und so ins Gehirn wandern. Und genau diese Bakterien kann man sehr gut mit der Ernährung positiv beeinflussen.
Denn bestimmte Lebensmittel können die guten Bakterienarten in unserem Darm stärken und so auch für das Gehirn nützlich sein. Es scheint sich herauszukristallisieren, dass zum Beispiel polyphenolhaltige Ernährung für Parkinson-Patienten sich positiv auswirkt, weil es neuroprotektiv, also nervenzellschützend auf die Nerven einwirkt. Dazu gehören zum Beispiel Olivenöl, grüner Tee, dunkle rote Beeren. Welche Lebensmittel sonst noch gesund und nahrhaft sind, erfährt Dietrich Borchert im Gespräch mit Diätassistentin Ursula Reuß. Sie berät hier jeden Erkrankten individuell. Von ihr hört Dietrich Borchert auch, was er möglichst reduzieren sollte. Verarbeitete Lebensmittel wie zum Beispiel Fertigpizza und zu viel Zucker. Seitdem hat er viel verändert. Deutlich, wir haben den Fleischkonsum deutlich reduziert. Also mehr Gemüse, wenn möglich, oder keine Wurst mehr auf dem Armbrusttisch. Was kann ich noch tun, fragte Dietrich Borchert den Neurologen Sebastian Schade. Der schlug vor, Fasten. Er untersucht in einer Studie, ob auch eine Fastenkur bei Parkinson helfen kann. Denn in Zellkulturen sieht man erstaunliche Effekte. Auch die Zelle schaltet um in den Fastenmodus und fängt an, sich zu regenerieren. Setzt zum Beispiel die Kraftwerke wieder in Stand, die Mitochondrien sind unsere Energielieferer. Oder die Infrastruktur wird ausgebaut, also die Nervenbahn zum Beispiel. Das hat dazu geführt bei mir persönlich, dass ich nach 3-4 Tagen oder 4 Tagen deutlich reduzierten Tremor hatte und wieder auch ein Schriftbild, was ich lesen konnte, was mich umgehauen hat, kann man sagen. Dieser Effekt der Fastenkur hielt zwar nur kurz an, aber seitdem befolgt er den Rat seiner Ärztin und ernährt sich bewusster. Er bleibt am Ball, trotz Parkinson, denn er weiß, Sport und eine gesunde Ernährung, beides beeinflusst den Verlauf seiner Krankheit günstig. Und diese Chance möchte er nutzen.